Genau, stimmt. Und die Schallplatte reparieren und ich bin still, denn jetzt kommt eine Cutscene. Okay. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey, Al, es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Wir kommen nicht miteinander klar, aber wir werden sie finden, okay? Unser verrückter Typ ist halt nicht zu dir, Herr Graf. Hör mal, El! Du bist für mich wie ein Bruder. Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt. Korrekt. Wenn ich mal Lust habe, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es werden die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Was? Tun die bloß rein in das Zeug. Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorg mir das Rezept von den alten Kreuzen und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß, ich weiß. Alles gut. Wir sorgen schon dafür. So, und ich muss anscheinend zur Hütte gehen. Und anscheinend findet das in der Ego-Perspektive statt. Wie es aussieht. Alles, ich komme. Alles wird gut. Ich komme. Es war ein irrer Traum im Traum. Doch mehr als das. Hilf mir. Es war die Wahrheit. Und das ist ja mal ganz nett. Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Gebäude. Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Das war doch das, was ungefähr so in der Manuskriptseite passiert ist. Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinkend. Ihr hinterher zu springen, war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Jenseits dieser Erinnerung war nichts. Ich musste meinen eigenen Spuren folgen, um zu erfahren, was in jener Nacht passiert war. Ich fand sie inmitten der Schwärze. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Also das ist wirklich eins der Elemente im Spiel, die wirklich richtig gut umgesetzt worden sind. Alice! Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. Und er glaubt das auch noch, so benebelt wie er ist. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Bitten Sie um Verzeihung. Ja.
über diese Sache lachen und sie abhaken. Alice? Sie ist nicht hier. Sie waren ein Narr, das zu glauben. Nein, sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Und er glaubt das auch noch. Sie sind schuld daran, dass ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Und Alice zurückzuholen. Sie wollte, dass sie schreiben. Ich sage, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Ganz genau. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Am besten jetzt reingehen, jetzt kommt eine Cutscene und ich bin still. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde alles retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier, ich bin hier, so steht es geschrieben. Ich warte auf mich, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich, es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Und das war wieder eine weitere Episode der atemberaubenden Geschichte von Alan Wake. Ja, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie episch dieses Spiel ist. Und das war Ende von Folge 4 und ich gehe auf Überspringen und... Denn je länger ich das drin habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir die GEMA am Nacken hängt. Und deswegen drücke ich auf Überspringen und bin jetzt wieder still, denn jetzt kommt wieder eine Cutscene. Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die sie erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hä? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür.